Quadratische Gleichungen können wir natürlich auch über die Mitternachtsformel lösen, in diesem Fall über die PQ-Formel. Hierfür bedarf es einer Gleichung dieser Form, also x² plus px plus q gleich 0. Ganz wichtig hier ist, wenn wir gleich die PQ-Formel anwenden, dass vor dem x² sozusagen nur eine 1 steht, also 1 mal. Wenn hier irgendwas Negatives steht oder 2, 3, sonst irgendwas, dann müssen wir erst durch die Zahl hier vor dem x² teilen und die gleichen sozusagen berechtigen. Ja, die PQ-Formel, die Mitternachtsformel, die findet ihr in der Formelsammlung. Die lautet also x1, 2 ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Ja, wie ihr hier richtig sehen könnt, unser p in unserer Formel ist immer die Zahl vor dem x und unser q einfach die Zahl ohne x. Jo, das wäre es auch schon. Wir rechnen ein paar Beispiele.